Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Und wir haben in der letzten Folge Cathic Torm getötet. Das Problem ist, oder wir haben ihn nicht getötet, wir haben ihn besiegt und er ist, hat sich dann freiwillig hier reingestürzt und jetzt ist Mykul erschienen. Eigentlich Antlitz des toten Gottes. Sprich, er ist ein Abbild des Gottes, Mykul. Das ist ein Problem, denn ich habe keine Ahnung, wie stark er ist oder was er überhaupt kann. Ich bin gerade ein wenig... Ja. Hohe Verteidigung. Ja, dessen bin ich mir bewusst, dass der eine hohe Verteidigung haben muss. Aber Feuer scheint er nicht zu mögen. Ja, so viele Pfeile haben wir nämlich auch nicht mehr. Knochentöter? Oh. Es ist kein Konstrukt. Es ist kein Konstrukt. Ne, der vielen Ziele haben wir nicht. Wir suchen nochmal Eis. Fehlschlag. Okay. Kleriker hat natürlich das Problem, dass du ganz schön angeschlagen bist schon und du musst erstmal was nehmen. Was hast du gemacht? War das ein Nahkampfzauber? Ah, ich habe den Nahkampfzauber benutzt. Hier. 5 Meter Reichweite nur. Aber du hast einen Feuerball. Feuer frei. Fehlschlag. Dies ist nicht gut. Weiß nicht, ob der sich überhaupt bewegt. Blick des Toten. Okay. Was war das? Hat er sich gerade Leid gesaugt? Kann das sein? Also wenn er sich nicht bewegt, hätte ich gesagt, du kommst bitte dahin. Insektenplage, sehr schön. Dann... Es hilft nichts. Ich muss in den Nahkampf. Ich habe sonst... Warte mal. Waffe mit klebriger, brennendem Öl. Bei einem Treffer bedeckt die Waffe das Ziel 2 Züge lang mit Öl. Ja, ist jetzt die Frage, mache ich mir Öl rauf? Wir haben ja verschiedene Sachen. Nekrotische Resistenz. Nimm das mal. Ich glaube nämlich, das ist ganz gut. Damit hast du aber, glaube ich, nur noch einen Actionpunkt. Was haben wir denn an Öl noch? Der Dunkelsicht. Nee, das ist alles nur Resistenzidenzi. Okay. Ja, komm, wir riskieren es. Wir gucken, was passiert. Okay, du hast ihm auf jeden Fall eine ordentlich verpasst. Glaube ich. Das ist nicht ohne gewesen, aber du kannst halt nicht wirklich abhauen, ne? Jawohl. Erstmal heile, heile. Und dann haben wir natürlich hier noch... Ah, schade. Geh mal bitte bis dahin. Feuermagie. Nee. Hä? Uppa. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, aber ich glaube nicht. Schöner kritischer Treffer. Ich sollte mich, glaube ich, so hin positionieren und dann
Auch schöne Treffer. Okay. Sense. Was bist du? What the hell? Was sind das denn jetzt schon wieder? Ach, du holst hier Leute ran. Na, 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 na. Okay. Nee, 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 nee. Dann, ja, dein Zug Ende. Du wartest noch bitte, weil... Eigentlich müsstest du keine Heilung möglich. Okay. Wir haben noch diese Erbe von Avanos. Oh, schöner Treffer. Schade. Zug beenden. Sogar einen Erfolg bekommen, dass wir ihn vor irgendwas getötet haben, bevor er irgendwas machen kann. Mit, weiß ich aber jetzt nicht. Impossible. Death cannot take me. I am its master. Hm, wirklich? My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Was ist das? Isabel. So große Hilfe warst du. da ist aber jemand sauer. Na gut, 100 Jahre eingesperrt, ne? Uff. Im Schattenfell. No. No. We pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Okay. Hells. I could sleep for a 10 Oh, unsere feurige Freundin. It's in his armor. Take it. Kupferring? Was wert. Jetzt glaube ich hier schon die Sache. Der Toten wieder. Na gut, wieder mal, ne? Achso, das bist du. Nee, warte mal. Hä? Du gehörst. Warte, jetzt müssen wir hier noch kurz aufräumen. Oh, ich glaube, meine Maus ist wieder. Zu viele Klicks. Meine Maus ist hinüber, glaube ich. Wir haben doch aber noch was aufgehoben. Oder etwa nicht? Öffnen. Den Ring. Oder auch nicht? Was bist du denn? Resonanzstein. Achso, den hatten wir ja gefunden. Wonne durchdrängt. Alle Kreaturen in der Nähe werden von Wonne durchdrängt. Oho. Viva la vida da. Ich glaube, die Pixies verkaufe ich auch. Den Stein glaube ich noch nicht. Gut. Der Gedankenschinder, ja. Amethyst, und zwar ein geschliffener diesmal. Have to keep going. Die haben wir. Ja, tut mir leid, dass wir hier noch ein bisschen Leichen. Ja, Leichenschänderei ist es ja nicht mal, ne? Leichenfledderei. Also wenn man es richtig sieht, ist es Leichenfledderei.
an efficient path. Okay, ein Bronzering. What lies within? Warten. Kann man da auch hochklettern? Wo ist das denn? Was liegt denn da rum? Silberglas, Silberglas, Invasionspläne, nee, Silberglas, Einladung, großer Plan, absolut Ende, was ist das? Absolut, Amulett des Absoluten, die Einladung nehmen wir auf jeden Fall mit, großer Plan, der große Plan. Dem Schreiber, Jantus von Envergott. Tasch diktiert. Der große Plan ist der in der gesamten Spezies der Gedankenschinder verbreitete Ehrgeiz, die Zeiten ihrer großen Eroberung durch einen Akt der plötzlichen Massenzeremorphose wieder aufleben zu lassen. Das Ältestengehirn würde dadurch eine unerbitterliche Armee elitidischer Sklavenkrieger befehligen, mit dem sie all ihre alten Feinde besiegen könnte. Menschen und Humanoide, Gethenki und Ulitariden. Natürlich ist das wahnhaft und verrückt. Größenwahn von kosmischem Ausmaß. Und ich weiß genau, wie wir es zu unserem Zweck nutzen können. Wir werden den Gedankenschindern helfen, ihren großen Plan umzusetzen, jedoch nur auf eine Weise, von der wir profitieren. Die Elitiden werden ihren Kreuzzug der Versklavung bekommen, doch sie werden im Gegenzug unsere Sklaven sein. Und wir werden entscheiden, wie, wann und wo ihr großer Elitidenausbruch stattfindet. Oder genauer gesagt, ich, Gutasch, werde diese Dinge entscheiden, denn den großen Plan zu befehligen ist ganz offenkundig eine Aufgabe für einen Banditen. Okay, er nennt sich selber Bandit. Interessant. Für Gutasch. Das Komitee der besorgten Patriarchen möchte euch zu einem formellen Treffen in der Hohen Halle einladen, um über kurz- und langfristige Pläne für das wirtschaftliche Überleben von Baldur's Gate zu sprechen. Am zweiten Tag, dem 12., wird um 12 Uhr mittags ein Essen serviert. Dafür dürfen wir mit eurer Anwesenheit rechnen. First, hier Rillin, Vorsitzender des Komitees. Okay. Das absolute Ende. Unter diesem Text über den Kult der Absoluten und seine Gefährtin hat jemand diese Reaktion gekritzelt. Dieses eilig heruntergerotzte Gewäsch verfolgt zugegebenermaßen gute Absichten. Der Autor empfindet offenkundig eine gewaltige Furcht vor der Absoluten. Das Problem ist, dass er den Aufstieg des Kultes mit anderen Dingen in Verbindung setzt, beispielsweise dem Hitzetod des Universums, der Wiederauferstehung des einäugigen Lichts Vezna, dem starken Anstieg von nekromantischen Essenzen und sogar dem faulen importierten Früchten aus Schuld. Der Autor sollte mal einen Schluck Wasser trinken und sich hinlegen. Okay. Okadokadoko, was ist das? Amulett der Absolut. Ach, wird verkauft, brauchen wir nicht. Könnte man eventuell gebrauchen, aber wir haben ja eine Larve im Kopf. Das sollte ja wohl reichen. So, der Amethyst kann weg. Das bedeutet auch, dass wir hier mal kurz sondieren. Da ist der Kupferring nämlich. Das bedeutet, wir müssen hier ein ganz klein wenig umbauen, umrüsten. Genau, und das kommt in unser Säcklein. Mit den drei Waffen, die wir haben. Okay. Gut, dann haben wir das. Die Nekromanten, da haben wir bestimmt schon reingeguckt. Ich kann es mir nicht anders erklären. So, dann lass mal hochgehen.
und Ausschau halten. Was ich noch mal gucken muss, ich muss noch mal was lesen. Dieser Zauber hier soll doch 10 Züge lang halten. Den verstehe ich nun nicht ganz, weil... ja, er keine 10 Züge gehalten hat. Oh. In death, the body is cooling. That energy radiates from the stone. Oh, guck mal. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw. Held here by those three against its will. The crown it wears controls it. And these stones control the crown. Warum könnte it das... has been dominated. Ja. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Warum könnt ihr das Astralprisma jetzt verlassen? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Was sind das für Steine? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. Mhm. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. Ooh. The crown's netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Mm-hmm. Ketherick was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death. And our enemies are the chosen of the dead three. Auserwählte der Toten drei. Bane, Baal and Merkel. The tyrant, the assassin and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Was machen wir jetzt? We prepare for the fight of our lives and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power. Ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. Okay, hot. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Uff. Ja, wir nehmen erstmal alles. Ich überlege, ob wir noch hier rüber gehen. Aber eigentlich ist hier drüben nicht wirklich mehr was, ne? Ne. Gut. Portal zur Oberfläche. Okay, na dann gucken wir trotzdem noch erstmal an, was haben wir denn bekommen? Ein Schild. Rüstungsklasse +2.
Wir haben schon ein gutes Schild. Wir können das höchstens mal... wo ist es denn hin? Ah, okay. Hier haben wir, müssen wir auch wieder umräumen. Ein wenig. Ein klein wenig. Denn wir müssen uns entscheiden. Okay. Auch hier haben wir Vorteil bei Geschicklichkeit, Schild der Hingabe, Beistand, Bandzauber 3. Das macht was genau? Heilt dich und erhöht deine Trefferpunkte um 10. Das ist ein geiles Schild. Wir können es ja mal ausprobieren. Also einfach mal einen Zauber für 10 Heilung ist erstmal ganz gut. Was haben wir sonst? Und ein zusätzlicher Zauberplatz. Gut, des ersten Grades ist jetzt nicht ganz so schlimm oder wichtig. Ein Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungs-SG und deine Zauberangriffswürfe. Schildschlag. Schildschlag ist das gleiche. Vorteil bei Rettungswurf, Geschicklichkeitswürfe. Ja. Ist ein gutes Schild. Kann man nicht anders sagen, aber ich glaube, meins ist ein Ticken besser. Daher wirst du in den Rucksack gepackt. Dann haben wir einen Kriegshammer. Da müssen wir... Was war das denn gerade? Als ob irgendwas umgefallen ist bei mir. Mal kurz Horschi-Horschi machen. Ich höre nichts weiter. Ja, der Hammer ist auch nur... Ja. Müssen wir mal gucken. Okay. Gut, dann... Was haben wir denn noch Schönes? Eine schwere Rüstung. Die ist natürlich sehr interessant. Du hast schon eine, okay. Magische Ritterrüstung. Jeder erlittene Schaden ist um 2 verringert. Haben wir schon. Unnachgiebigkeit des Schnitters. Wenn aktiv, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber dabei Geschicklichkeitsrettungswurf. Nachteil. Heulen der Toten. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Okay. Finde ich nicht so praktisch wie das, was ich habe. Und uff, hier müssen wir natürlich eine ganze Menge umändern. Halt. Nee. So. Wir bleiben dabei. Wir räumen hier nur ein bisschen um. So. Okay, dann lass mal Lokum machen. Ist ein bisschen besser, ja. Wenn von einem Gegner im Abstand von bis zu 2 Metern getroffen wird, absorbiert sie möglicherweise Feuerschaden. Möglicherweise. Ist die nicht so gut. Die sieht bei dir aber anders aus. Die sieht bei dir irgendwie so... Sie sieht nicht so schön glänzend aus, muss man leider so sagen. Okay. Ich glaube, das war's dann. Dann haben wir hier noch Essen. Bekommst du. Und was haben wir hier? Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von It. Okay. Und dann haben wir hier den Stein. Lass uns was nach oben gehen. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Oh.
Offenbar dient er Barne, wie Kathik Mykhyr dient. Wer weiß, welche Kräfte er gewonnen hat, seit ihr ihn kanntet. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. Da ist jemand sauer. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Wir tun es gemeinsam, was auch nötig ist. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Warte mal, hier ist ein Händler? Ach, da ist unser Händler. It's been a long day. Better stop to rest soon. Aelin! Isabel! My love! You were dead! I saw your body! I'm here. And so are you. And my father, he... He can't hurt us any longer. Sie hat gegen ihren Vater gekämpft. I dreamt every night that you'd come back to me. But somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ah, sie sind ein Pärchen. Okay. Ja. Gut, wenn sie glaubte, sie wäre tot, also... Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy. And fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Hm. Habe ich das richtig gehört? Ihr seid Kathik Thorms Tochter? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Nun gut, wir sehen uns im Lager. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ja gut, okay, die haben sich ewig nicht gesehen und na ja, okay. Ist das jetzt hier unser Lager? Nee. Warte mal. Hier ist noch Abbruch. Hier ist die Brennerei. Okay, da waren wir aber schon. Theoretisch haben wir jetzt eine Folge der Straße nach Westen. Folge Westen, aber okay, Reise der Elfen, okay. Ja. Wir könnten natürlich nochmal nach da zum Gasthaus gehen und gucken, ob er wieder was zum Verkaufen hat. Was mich jetzt gerade wundert, ist, warum er hier ist. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Mm-hmm. Do Illithids possess souls? Hmm.
Haben nicht alle Lebewesen eine Seele? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Okay. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Oh. Until such time, be availed of my services. Mhm. Ich bin überrascht, euch zu sehen. Warum seid ihr hier? Where matters of balance are concerned, I am eternally called. Oh. Ihr scheint viel über die Toten drei zu wissen. Yes. Bane, Lord of Darkness. Baal, Lord of Murder. Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The Alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Mhm. Was ist denn? Ich möchte meine Heuerlinge verwalten. Ich weiß nicht mal, was Heuerlinge sind. Very well. Fate spins along. Warte. Hast thou need of my services? Nö. Drückt euch klar aus. Könnt ihr mir nicht mehr erzählen? No. No. Es ist mal so klar, dass die Antwort kommt. Muss ich ehrlich so sagen. Okay, gut, haben wir. Dann können wir hier noch mit flammende Faust quaggeln. You'd make a fine fist. Oder auch nicht. Halsen, was machst du hier? I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Wann wird der Fluch nun gebrochen sein? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. Okay. Was ist mit euch hier los? Ah, guck mal, wer da ist. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Die flammende Faust besteht nur noch aus Söldnern. Auch noch Unmoral, obwohl. Wie habt ihr es hierher geschafft? A flaming fist. A novice, actually. She dropped everything to make sure I made it here safe. I heard about Duke Ravengard's capture. If his soldiers are anything to go by, he is a man to admire and respect. I hope you can save him. For the good of Baldur's Gate. Was ist mit euch? When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. Dann wünsche ich euch viel Glück. Danke für eure Hilfe. You too, my friend. Thank you. From Thaniel and I. Mhm. My mom lives in the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. Aber mehr haben wir jetzt hier nicht, ne? Wir haben jetzt mit allen gequaggelt. Oder sind jetzt hier noch mehr? Oh. Okay. Hallöchen. We need to get back to the city before those monsters do. Baldur's Gate is my home.
I have to protect it. More? We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketherick, but Ketherick was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ich weiß, daher habe ich gerade Halsin rekrutiert. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Ich werde in der Stadt nach Verbündeten suchen. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet. But its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Mm-hmm. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Okay. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Was mich jetzt natürlich im ersten Moment interessiert, ist der Händler noch da? Sorry, wenn ich so sage. Rennt er hier noch rum und macht seine Arbeit? Ich sehe ihn nämlich nicht mehr jetzt hier laufen. Tatsache, er ist weg. Aber wir kommen in unser Lager. Das ist schon mal wichtig. Ich gehe auch davon aus, dass du hier leer bist. Okay, die haben also das letzte Licht verlassen. Das ist aber nicht weiter wild. Denn wir müssen so oder so eine lange Rast machen. Wir müssen uns wieder auffrischen. Und ja, die Klamotten von ihr in die Kiste packen. Wo ist denn unsere Kiste? Da sind die beiden. One true way. Aber wir haben immer noch nicht den Vater und die Mutter gefunden, fällt mir gerade ein. Ne? Dumm, die dumm, die dumm, die drei. So. Dann öffnen. Es könnte noch ziemlich. Bleib du mal da. Das könnte noch ziemlich witzig werden, wenn wir dann in Baldur's Gate sind und sagen: Wir haben da so Kleinigkeiten zu verkaufen. Hätten Sie Interesse, hier, schauen Sie mal, diese 100 magischen Gegenstände. irgendwer hatte die Geschichte. Oh, die hatten wir noch nicht gelesen, ne? Achtung, Akolyten. Achtung, Akolyten ist der Zutritt zu meinen Gemächern nur zur Abholung von Mondlaternen gestattet. Niemand macht sich an meiner Bibliothek zu schaffen. Die Absolute erfreut sich an eurem Lerneifer. Meine Bücherregale tun dies hingegen nicht. Anfragen zur Ausleihe sind im Voraus an mich zu richten und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Solltet ihr Informationen über Gifte suchen, denkt nicht einmal daran, eines meiner Bücher zu diesem Thema zu lesen. Sie neigen dazu, größeres Wissen zu vermitteln, als das bloße geschriebene Wort. Denkt daran, ihr könnt der Absoluten besser mit einem schlagenden Herzen als mit einem vergifteten Verstand dienen. Wenn ihr euch aber für den Tod entscheidet, werde ich dafür sorgen, dass ihr ihr weiterhin dient. Okay, also lebendig machen. Verstehe. Bericht über die Arbeit von Balthasars Nekromantin. Okay, das kennen wir doch aber schon. Also Balthasars Nekromantin kennen wir schon. Da bin ich mir ziemlich safe. Sicher. So, die Geschichte behalten wir. Ey, wir haben so viel Stuff. Halt.
Ich sag ja, irgendwie meine Maus scheint nicht mehr ganz... Aua, ja. Ich merke das jedes Mal jetzt hier, ne? Meine Maus irgendwie... Ich glaube, sie ist hinüber so langsam. Zu viel geklickt, zu viel ge... Ja. Gut. Essen hat man, glaube ich, hier drinnen, ne? Sehr gut. Öffnen. Auch sehr gut. Nach Typen kurz sortieren. Vielleicht kann man ja ein bisschen was stapeln. Muss ja nicht viel sein. Wenn man so ein bisschen, dann weiß man zumindest so ungefähr, was man hat, ne? Okay, das sollte theoretisch passen. Okay, haben wir. Gut. Okay, haben wir auch. Haben wir dich sortiert. Du bist sortiert. Du bist noch nicht ganz sortiert. Das meine ich. Ich habe nichts gemacht, außer meine Maus gehalten. Der könnte noch weg. Wo auch immer der jetzt gelandet ist. Okay, hier. Und du hast noch einiges zum Weglegen. Okay. Und dann können wir noch mit den beiden reden. Oder wir reden gleich mit den beiden. Obwohl. Nee. Warte mal. Ich habe eine andere Idee. Also erstmal die kaputten Mondlaternen, die können wir verkaufen. Also, seien wir doch mal ernsthaft. Warum sollten wir die noch behalten? Ja, die Köpfe können wir theoretisch. Dunkler Verstand, versklavter Verstand. Also das können wir eigentlich auch hier wegpacken. Die toten Pixies. Bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob man die nicht eventuell noch, Entschuldigung, wenn ich so sage, zermahlen kann. Zu Pulver oder so. Bin mir da komplett unsicher, was man mit denen macht. Oder was wir mit denen machen könnten, sollten. So, Farbe kann weg. Bist du auch rote Farbe? Rosarot. Okay. Bist du? Das kann auch verkauft werden. Wir haben ja nur ein bisschen was zu verkaufen. So eine kleine. Ach komm, wir lassen es einfach so, wie es jetzt ist. So. Okay. Denn wir machen jetzt Folgendes. Wir reden erst beim nächsten Mal mit den beiden. Und ich weiß noch nicht, wo es jetzt hingeht, wie es jetzt weitergeht. Das werden wir dann sehen. Aber wir müssen jetzt in Richtung Baldur's Gate reisen. Dann machen wir an der Stelle jetzt hier Feierabend. Danke fürs Zusehen und tschüss.